Leute, ich bin hier beim Schrank von Zenit und ja, ich habe da schon was entdeckt, da dürfen eigentlich noch gar keine Leute wissen, also es gibt Top Secret, ja. Ich darf es auch nicht zeigen, ich darf es nicht mehr drüber reden, ja. Schisse. Sieht auf jeden Fall geil aus, sie ist auch noch nicht vollständig, deswegen darf sie noch gar keiner sehen, weil da kommen noch Stöpsel drauf, so dass es wirklich eine unterwegs bauen wird. Fertig sieht sie dann so aus, ja, hast du gesehen? Also, so, ja. Ich schwör, richtig geiles Teil. So, HPLVD, klingt wie ein Verein, wa? Klingt wie ein Verein, ja. Oder wie eine Geschlechtskrankheit. Aber es ist ja auch irgendwie, man kann es schon vergleichen mit einer Geschlechtskrankheit beim Menschen, ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Mensch hat irgendwas, was er nicht angibt, wenn er auf eine Orgie geht und dann hat er dort Spaß mit allen Leuten. Keiner macht sich groß Gedanken und am Ende haben dann aber alle eine Infektion und es juckt. Ähnlich ist es bei uns in der Cannabis-Szene gerade, mit dem Stecklingsmarkt, mit diesem HPLVD. Wie wirkt sich das aus? Na, das Hop Latent Viroid, das geht auf die Genetik von einer Pflanze. Und es sorgt einfach dafür, dass Blüte kleiner wird, weniger Trichome. Trichome sind verformt, haben teilweise keine Stiele, brechen leichter ab oder haben keine Abscission Zone, keine Abbruchzone. Ja? Alles in allem ist einfach die Pflanze gehindert daran, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ich glaube, das trifft es am besten. Super erklärt. Also, wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr super Stecklinge sucht, dann schaut doch mal hier beim Manny Selection rein. Genau, bei Manny T Selection und das T ist für Terps. Mr. Magic. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die Frage beantworten kannst. Oh, jetzt kommt was auf mich zu. Wie war es bei dir das erste Mal? Wow, das erste Mal. Ja. Das wirst du wirklich wissen. Eigentlich schon. Also es war ziemlich heiß. Okay. Also wenn du es ins genaue Detail wissen willst, habe ich sogar ein Erinnerungs... Nee, ich glaube nicht, dass wir hier drüber reden können, aber ich habe hier im Portemonnaie ein Erinnerungsfoto. Okay. Vielleicht zeige ich dir das einfach. Ja, ja. Dann kannst du dir was du dir vorstellen. Ja, mein cool. Erstes Mal. Ja. Okay, zeige ich dir. Warte mal. Da einmal ein wow. Foto, ja. Okay. Aber es war ja, ich sag dir, es war heiß, weißt du? Okay. So, wow, ey, so warte mal. Ungefähr. Das ist natürlich cool. Also sowas sind immer geile Erinnerungen, oder? Ja, ja, klar, absolut. Also das erste Mal muss schon was Besonderes sein, das sehe ich genauso. Deswegen, wie gesagt, es war heiß. Danke dir. Hey Kevin von Mr. Smart. Was ist denn das hier für ein stylisches Gerät, was du hier am Stand hast? Kannst du uns mal das erklären? Also das ist ein Washer, mit dem kann man Pflanzenextrakte erzeugen. Kann halt von der Pflanzen oder von den Pflanzenabschnitten, die was man noch übrig hat und rumliegen hat, bekommt man noch die restlichen Wirkstoffe, kann man die noch rausziehen. Also funktioniert eigentlich ganz einfach. Da haben wir einen Kessel. Okay. Da kann man die Pflanzen Teile, Blüten und Blätter und das alles kann man da reintun. Aha. Man kann es entweder trocken haben, wenn man getrocknetes hat, oder man könnte es theoretisch fresh frozen machen, Pflanze abschneiden, frisch einfrieren
und dann noch weiterverarbeiten und da reingeben. Okay. Dann bekommt man halt die höchste Qualität raus. Also da braucht man keine Eiswürfel mehr reintun, wie man es so früher gewohnt ist? Nein. Man sollte Eiswürfel reintun, dass einfach die Temperatur immer zwischen 1 und 2 Grad hat. Und dann lässt du das praktisch, wie lange drehst du das dann? Eine Stunde, glaube ich, oder wie lange? Na, also am Anfang kommt drauf an, welche Methode man natürlich macht. Da ist es jeden viele Wege führen noch rum. Am Anfang würde ich es eher langsamer angehen, dann einmal das Beste vom Besten rausholen und dann kann man es immer länger waschen. Das kann man 10 Mal waschen, das kann man bis zu 15 Mal waschen. Man sieht eh, wie viel auf dein Material noch schlussendlich noch drauf ist. Du lässt es praktisch durch mehrere Siebe durch hier. Genau, ne? Man lässt es nachher, da unten öffnet man das öffnet man, lässt da den ganzen Sud, das ganze Wasser reinfließen und man hat dann noch eine Brause. Mit der Brause kann man von der Seite und überall die restlichen Trichome oder Pflanzenmaterial wegmachen oder in die Mitte, also in die Mitte spülen, dass man dann am Ende dieses Sieb runternehmen kann, darauf tun kann und alles einfach easy mit dem Löffel collecten kann. Und ich schätze mal, den gibt es bei euch zu kaufen, oder? Genau, den gibt es bei uns zu kaufen, den haben wir direkt aus Amerika importiert und sind halt die Distributoren für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also sollte irgendwer was brauchen oder Fragen haben, bitte einfach uns schreiben, Instagram, TikTok, Homepage, okay. E-Mail. Ich versuche das mal mit Vanille-Eis und so, mal gucken. Das ist eine gute Idee. Mit Vanilleschoten kriegt man halt am meisten. So, hier, Bayerisch Kraut ist da, in Österreich, und zwar der Manuel. Schön, dich mal kurz vor der Kamera zu haben, du. Genau. Schön hier zu sein. Was geht bei euch? Bayern ist schwer, ne? Habt ihr auch einen Club in Gründung? Genau, also ja, wir haben auch einen Club in Gründung. Also das ist Krautkollektiv, eine kleine Anbaugenossenschaft, weil wir wollen das ein bisschen gemeinschaftlich aufmachen. Aber ja, Bayern ist schwierig, weil die denken sich immer noch was Neues aus quasi, dass es länger dauert. Habt ihr jetzt also schon beantragt und wartet auf Anbaugenehmigung oder? Genau, also wir haben jetzt endlich die Gründung durch und beantragen, weil es hat ein bisschen länger gedauert bei uns, okay. Aber das Problem ist, die Beantragungen sind tatsächlich jetzt auch erst richtig möglich, weil sie haben jetzt erst gestartet mit dem Kinder- und Jugendschutz bei uns, weil da hat sich Bayern was rausgenommen, die haben nämlich gesagt, wir machen das jetzt einfach so, wir werden einzelne Kurse anbieten und alle müssen diese Kurse besuchen, bevor sie wirklich anbauen dürfen quasi. Okay. Und durch diese kleine Hemmschwelle konnten sie schon mal 3 Monate mehr rauszögern als alle anderen Bundesländer, was die Entscheidungen angeht. Wir lassen jemanden nur neue Kacke einfallen, womit sie sich rausreden und so, ne? Ja. Ja, aber schön. Und ihr habt auch bald ein Festival, da werde ich auch da sein. Wie heißt das nochmal? Genau, also da hatten wir als Bavarian Chillout war es gedacht, sind einige CSCs, haben sich zusammengeschlossen, was zu organisieren. Da machen wir ein kleines Rehab-Event, Halloween-Rehab, um sich von Halloween-Party zu erholen mit kleinen Messeständen, Fachgeschäften, Live-Podcast, einem Brokkoli-Cup. Wollen wir so ein bisschen die Community unterstützen und zeigen, hey, Moment, es ist jetzt auch in Bayern legal. Wir dürfen Events machen, wir dürfen zusammen rausgehen und uns treffen. Cool. Und wann genau? Das ist am 1. und am 2.11. in München in der Skatehalle, also ziemlich zentral. Also Leute, wir sehen uns, das Eis noch nicht um, es geht weiter. Danke, Debano. Danke auch. Ciao. Hier ist die Liebe von der Hanfliebe. Schön, dass ich dich auch hier auf der Hanfmesse treffe. Da hätte sie mir beinahe verhaspelt. Wie sieht es eigentlich aus so in Österreich? Jetzt mal gar nicht über die Legalisierung gesprochen, sondern du machst ja viel mit Kleidung, mit Hanfstoffen eigentlich. Wie sieht es da aus? Ist der Markt sehr schwierig? Kannst du darüber ein bisschen was sagen? Geht der bergauf, bergab? Wie ist es schwierig? Darf ich da ein bisschen ausholen? Ja, aber nur ja, es geht schon. Okay, ich beeile mich. Also, wenn wir über Hanfkleidung sprechen, sprechen wir auch über die Textilindustrie. Die Textilindustrie steht ziemlich mit dem Rücken zur Wand, weil es gibt ein Lieferkettengesetz, das jetzt greift hier in Europa. Das bedeutet, dass es sehr viel um Transparenz geht, was viele Konzerne zum Straucheln gerade bringt. Und viele Konzerne machen auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage, müssen schließen. Und jetzt ist so eine spannende Phase wie ein Übergang.
Das neue / Hanf ist noch nicht etabliert, aber das alte funktioniert nicht mehr. Da befinden wir uns gerade. Okay, also ja, wir haben ja, ich sag mal, das meiste kommt ja eh von Übersee an Kleidung, ne? So, du verkaufst aber jetzt auch ausschließlich Hanf, oder? Machst du auch andere Stoffe? Nein, ich hab Naturstoffe verschiedener Art, aber okay. Fokus liegt auf Hanf und auf Leinen. Und kannst du jetzt sagen, dass mehr Hanfkleidung gekauft wird als früher oder eher weniger? Oder liegt das am Marketing nur? Das kommt drauf an, an welchem Ort ich mich befinde. Ja, ja, okay, wahrscheinlich auch das, ne? Dass an manchen Orten die Leute mehr Geld haben, dann bist du dann eher dran, oder wie kann man das erklären? Ja, zum Beispiel, weil die Preise sind ja höher, weil es ist auch regional gefertigt und es ist schon noch spürbar, dass Menschen Hanfkleidung kaufen, die ein gewisses Bewusstsein haben. Genau. Das sieht man überall. Und das sage ich immer wieder, Leute, wenn ihr sowas stärken wollt, dann müsst ihr natürlich auch einsehen, dass es ja mehr kostet als ein Shirt aus Indien oder wie auch immer, was zwar tausende Kilometer hinter sich hat, aber ökologisch irgendwie kacke ist. Ja. In diesem Sinne, schaut mal auf hanfliebe.at. Nein, komm. Punkt com. Ja, also kommt mal auf hanfliebe.com. Und danke, dass wir schnell was beantworten. Ja, danke dir. Alles, genau. Ciao.